Bienvenidas. Y bienvenidos. A Azabache TV. Nuestra Azabache TV, una vez al mes. 33, el número... ¿Verdad? 33. Uh-huh. Cristo, Cristo. 33, número 33. Bueno, vamos a empezar después que hemos hablado de nosotros. Era lógico hablar hoy de... Manuel Moreno. Y hemos pensado, ay, ¿quién podemos invitar? Y... Und wir haben uns überlegt, dass wir jemanden einladen heute, um über Manuel zu sprechen. Und wir haben eingeladen Celia Rojas. Y nuestra invitada Celia Rojas. Con Tashi. Tashi, Tashi. Yo en ese entonces estaba tomando clases de pantomima con Nils. Celia hat in der Etage in Berlin Pantomimenunterricht genommen. Para pagar mis clases, yo, Und um den Unterricht zu bezahlen, hat Celia limpiaba, hat die Schule geputzt. El estudio. Y después de repente, estoy escuchando flamenco en Berlín. Entonces abro la puerta y lo veo ahí en, al fondo del espejo, todo vestido de blanco con mit ganz weiß gekleidet, so eine ganz Reihe, ein Strich in der Landschaft und Torero, ein schwule Torero. Ha vestido de blanco, ahí delante del espejo, como le gusta el blanco. Sí, y entonces digo, por favor, ¿qué hace usted aquí? Y dice, voy a dar clases de flamenco. Und Celia hat ihn gefragt, was er macht. Und Manuel hat gesagt, er ist eingeladen worden, um Flamenco-Unterricht zu geben. Ich habe mal eben gefragt, bitte, ich muss... Yo quiero participar, dijo Celia. Und er sagte, ja, du schaffst nicht. Okay. ¿Por qué lo ha dicho? Ja, weil das ist für Vorgeschrittenen. No va a conseguirlo, dice, porque era una clase de adelantado. Qué fuerte, ¿no? Ja, aber da Pero hat claro. Mir mal der richtige Impuls gegeben. Es hat ja, haha, nein, da werdet ihr mal sehen. Und ich dijo, ay Dios mío, los brazos para acá, para allá, las caderas para el otro lado, el tórax para esto. Digo, oh, ya comienza bien. Y era una velocidad increíble. Era un desastre. Celia war katastrophal am Anfang, immer mit dem falschen Fuß angefangen, falscher Arm, andersrum gedreht. Ja, okay. O si no, después él va a decir, viste, yo te lo dije. Aber Celia hat gesagt, sie claro. Lässt nicht locker, damit sie ihm nicht recht gibt. Él empezó, yo le dije, por favor, Manuel, tú tienes que venir a Berlín. Celia hat Manuel empfohlen, dass er doch bitte nach Berlin, oder zu ihm gesagt, bitte, Celia bitte, hat... Ich lasse alles. Es que en Suiza también lo querían mucho para que haga la Ausbildung, ¿no? Genau, die wollten in der Schweiz auch immer, dass Manuel dort eine Flamenco-Tanzausbildung anbietet. Aber er hat sie dann eben in Berlin angeboten. A Manuel Moreno, salud! Ich erinnere mich, dass Manuel erzählt hat, dass er in Barcelona gearbeitet hat, in den Tablaos zu der damaligen Zeit, und dass die sich immer gegenseitig die Schritte geklaut haben. Die sind immer abends hingegangen und haben geguckt, was macht der andere, und am nächsten Tag haben sie das selber nachgetan. No ha cambiado mucho, ¿no? En la época, cuando Manuel estaba trabajando en Tablao de Barcelona, Cristiano se recuerda que decía, cada noche se robaban los pasos. Bueno, mira, aquí... Dice, imagínense que antes de meterme yo las manos, los pies en las botas... Und Manuel hat erzählt, dass bevor er die Schuhe angezogen hat, immer erstmal die Hand reingemacht, weil es könnten Rasierklingen drin sein. Yeah. Genau. Und das war einmal Rasierklingen. Bueno, seguramente que él ha tenido mucha vivencia de artista en Lübeck, en Suiza. Und Manuel hatte dann in der Schweiz gearbeitet als Tänzer an Theatern, als Charaktertänzer. Er hatte ja keine Ballettausbildung. Nee. Aber er hat als Charaktertänzer. Pero le encantaba el ballet, no tenía. Es que él tenía unos brazos, una mano. Trabajaba en los teatros, en unos teatros en Suiza. Sí. Und er hatte mal solche Glasbrille. Und er sagte, gut, zum Tanzen darf ich gar keine Brille haben im Ballett. Decía, para bailar, no puedo llevar esta gafa tan gruesas. Gordas. Y entonces, haciendo una diagonal, no, salto y salto y salto.
er ist runter von der Bühne, weil er wusste gar nicht mehr, wo das Ende war. Sin gafas bailando. No, o sea, no ha visto tontas. Das ist in der Diagonal, no? ohne Brille. Dann ob irgendwann ist er fast runtergefahren, weil er wusste nicht mehr, wo das Ende war. Ay, qué loco. Es que verdad era muy loco. Ay, y aparte de otra cosa, de que él decía siempre, Manuel, yo le digo, ay, qué linda que están las plantas tuyas. Dice, sí, le doy todas las noches el resto de la cerveza. das ist eine hübsche Anekdote. Manuel hatte viele Katzen, viele Hunde und viele... Bueno. Pflanzen. Den er jeden Abend den Rest von mir gegeben hat. Deswegen waren sie so schön. Ja. Manuel war kein Pädagoge. No ha sido pedagogo. Se dice así? Pedagogo? No. Pedagogo. Pedagogo. Ja, él lo que pedía era 100% de Leistung. Manuel wollte immer 100% oder mehr als 100% und das haben nicht viele ausgehalten. Ja, genau. Und also nur die total verrückt waren, so wie du, claro, und du. Los locos, mordidos, enganchao, enganchao. Die Sache ist die Leidenschaft. Das hat uns zusammengebunden. Das war das Herz. La pasión ha unido das hat a todos. Uns gegeben. Muss decir que de toda la gente que se quedó con él, que lo tuvo cerca como profesor, todo casi nos enamoramos. Bueno, nos enamoramos. Estuvimos ahí enganchados, siempre. ¿No? Lo que hicimos todos. Wir waren einfach irgendwie völlig reingezogen in die Welt von Manuel Moreno, die er damals. In die Flamenco-Welt für Der ihn. Hat uns hypnotisiert oder verblödet, wie er wollte. No, pero yo no, verblödet nicht. Nee, aber alle waren verliebt. Viele Leute waren verrückt nach Manuel. Sí, pero él lo ha dado todo. Ja. Porque después de las clases no se terminaba ahí la vivencia. Manuel liebte seine Familie und weil er keine hatte, deswegen war die Flamenco-Schule seine Familie. Und das passiert nicht jetzt, weil jetzt ist nur 30 Minuten wie eine Hure oder eineinhalb Stunde oder so, ist egal. Nur die Sache ist, und basta. Jeder geht nach Hause und so, bei ihnen nicht. Genau, aus der Ausbildungsklasse sind wirklich sehr viele professionell geblieben. Oder ja. Geworden. Ja. Warum? Guido. Hallihallo, ich bin der Guido. Ich habe ja 1985, 84 angefangen mit Flamenco. Vorher hatte ich Manuel, ich war in der Pantomimenausbildung, da war Manuel mein Ballettlehrer, was sehr lustig war. Ja, durch Manuel habe ich den Flamenco lieben gelernt. Manuel hat mit seiner Art einfach die Lebendigkeit des Flamencos sehr rübergebracht und sehr fantasievoll rübergebracht. Also er hat einfach unglaublich viele Emotionen freigesetzt bei mir. Und ich habe einfach angefangen und dann hat mich das Virus des Flamencos richtig erwischt. Ja, und Manuel hat sehr viel dazu beigetragen durch seine freie Art, durch seine fordernde Art und gleichzeitig hat er die Leute gezeigt, was Kunst ist auch. Also das Wesentliche, ja. Ich meine, handwerklich, da kann man drüber diskutieren, bestimmte Sachen, aber er hat wirklich das Wesen des Flamencos weitergegeben. Dafür bin ich ihm sehr, sehr, sehr dankbar. Ich bin nach wie vor Flamenco-Tänzer, Flamenco-Dozent, Choreograf und was ganz wichtig ist, die Art des Seins. Also es gibt eine Art des Seins im Flamenco und ich denke mal, da habe ich ganz viel von drin. Ja, ich bin sehr früh Vater geworden mit meiner Monika und ja, wir haben sehr früh ein Kind bekommen, eben Isabella, genannt Bella La Paloma jetzt als Künstlernamen. Und witzigerweise bin ich wahrscheinlich hier in Deutschland einer der Ersten, der eine Flamenco-Familiendynastie aufgebaut hat. Meine Tochter tanzt auch schon seit jetzt 15 Jahren professionell. Wir treten gemeinsam auf.
Und Ihre Kinder sind auch schon ganz begeistert mit Flamenco-Tanzen und tanzen da mit 4 Jahren schon ganz lustig. Also es könnte sein, dass 3 Generationen irgendwann wirklich, die in Deutschland das gelernt haben, in Deutschland groß geworden sind, auch den Flamenco leben und weitergeben. Das ist ganz toll. Ich habe Mamma, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr geliebt und ich glaube, alle haben das getan. Und er ist ein sehr verrückter Mensch, ein Mensch mit ganz viel Wissen auch gewesen über Flamenco. Wie er sich aufgeregt hat im Unterricht, hat er sich aufgeregt, ja? Dann ging es nur um so ta 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 und dann tran, tran, tran. Sollten wir irgendwie so was dran machen. Hat er sich so toll vorgestellt, alle Frauen auf einmal. Und dann kam da irgendwie nichts raus, es kam nur so blub, blub. Da ist der ja ausgerastet. Das ist hier eine Ausbildungsklasse, ihr nehmt mich nicht ernst. Also der ist schier durchgeknallt. Ich erinnere mich an so viele Partys, die wir gemacht haben oder irgendwo gefeiert oder im Studio gefeiert. Das war immer riesen. Und Manuel war immer der Letzte. 4, 5 Uhr morgens, Manuel war der Letzte, der rausging. Am Schluss fast immer in Tränen ausgebrochen. Also Manuel in Tränen aufgelöst, weil wegen den Sängern und seiner Erinnerungen. Und ich habe in der ganzen Zeit, die er in Berlin war, nicht einmal erlebt, dass er sich, bevor er auf die Bühne gegangen ist, dass er sich irgendwie warm gemacht hätte oder sowas. Nee. Nee, hat er nicht. Er hat einen geraucht und dann hat er sich bekreuzigt, ja, katholisch, und ab auf die Bühne. Und er hat immer gesagt, als Künstler darf man nicht geizig sein. Man muss seine Kunst zeigen. Man darf nicht geizig sein, man darf das nicht zurückhalten, was man in sich trägt für die Kunst. Und muss ich sagen, hat er recht. Und er hat mal auch super gerne getrunken. Wir haben mal auch sehr gerne getrunken miteinander. El mejor oloroso. Ale, ale, ale. Besonders ist wirklich, dass Manuel so eine große Gemeinde hinterlassen hat, so eine große, ein großes Erbe hinterlassen hat. Und dass er immer noch. Con tanto cariño, eh? Aunque no nos veamos mucho. Tashi! Lustig. Dankeschön, pura vida.